will da hoch. Ich will darüber. Hallo. Ich darf nicht. Doch, irgendwie komme ich darüber. Lila und gelbe Pflanzen müssen wir noch Ausschau halten. Ich hoffe, wir können noch mal zurückkommen. Man kann sich hier insgesamt sehr gut typisch Katze verhalten. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Sie sollten die Außenwelt sehen. Wollten die Außenwelt sehen. Aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Ja, hier komme ich weiter, dann müssen wir uns hier noch eben umschauen. Hier gibt's nichts mehr. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Wow. Gesprächig, der Typ. Der beste Freund der Katze. Oh, wofür habe ich das gekriegt?
kuscheln mit 5 Robotern. Lang können wir nicht mehr spielen, glaube ich. Versucht Clementine Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch. Bitte jegliche Sichtung melden. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Ja, mir wird sagen, so ein bisschen schlecht. Du solltest jemand anders fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Aber mit ihm kann ich auch nicht reden. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Nego Corporation kümmert sich um alles. Oh, da ist noch eine andere Drohne. Sie sehen nicht so nett aus, oder? Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Ja, es kommt, glaube ich, auf die Stärke von dem Motion Blur Effekt an. Also bei Slime Ranch habe ich das auch deutlich schneller. Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut? Die Stadt verfolgt mich, sie verspottet mich. Ich habe früher mit ihr rumgehangen, aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Hörst du das? Diese Ebbe, diese Flut. Merkwürdige Roboter. Das findet er, glaube ich, nicht so cool. Hier kommen wir nachher irgendwie zurück. Ich gehe jetzt zur Arbeit, wir sehen uns später. Hey Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht's gut.
Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich ja Teil ausgetauscht habe, meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in dem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Die sind alle nicht ganz so nett, muss ich sagen. Nicht ganz so hilfsbereit. Bei der Neko Corp arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Apropos unten, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Sollte ziemlich leicht zu finden sein. Das war falsch. Okay. Du kannst hier nicht spielen. Ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Nur für kurze Zeit, wenn du ein paar Jahre warten kannst. Straße, Stockwerk, Türnummer. Sorry. Ich hab zu tun, was willst du zu tun? Zeitung lesen. Hält er die falsch rum? Er hält die Zeitung falsch rum, oder? Hau ab. Ganzen Lebenszeit wohl nicht so ganz verstanden. Hier schon. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund. Fifi. Reden wir nicht drüber. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das ist ein Getränkeautomat. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend, bis ich einen Schraubenzieher ans Knie bekam und jetzt ist sie ja geschlossen. Okay. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte, ihn nicht zu vergraulen. Verdiene ich den Kopf darüber. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt.
ist das denn für ein komisches Gefühl? Der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Klammern sehen furchtbar aus, schick sie zu mir, falls sie trendy aussehen wollen. Kann ich die Sache runterwerfen? Gibt es so viel zu erkunden. Zur Hölle mit den Wächtern, lange leben für die Außenwäldler. Geht's hier hin? Komme ich hier jetzt auch wieder runter? Dem haben wir schon gesprochen. Club ist geschlossen, hau ab. Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich habe sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Kennst du die Wohnung? Bist du da lang? Da dürfen wir nicht lang. Das heißt, da dürfen wir auch nicht lang. Okay, dann haben wir uns jetzt, glaube ich, alles angeguckt. Mit denen haben wir noch nicht gesprochen. Süß. Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre abzusitzen. Sei also vorsichtig. Würde ich dieses Mädchen nicht finden wollen.
Sei dir bewusst, dass du dir damit auch Ärger an Land ziehst. Dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache, aber warum? Eine Festplatte ist im Moment etwas lediert. Trockene Luft und Schüssel mit heißem Öl, extra Qualität. Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Ups. Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Ich erinnere mich an mein Lieblingslokal, als ich noch ein Mensch war. Es war klein und einladend. Der Name der Bedienung war, ich weiß es nicht mehr, er fing mit M an, glaube ich. Ich will hier eigentlich wieder runter. Oh, süß. Nicht sowas von cool im Moment. So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Ist doch voll toll, warum weggehen? Sprich ich. Wir müssen bis zum nächsten Kontrollpunkt warten. Leben ist langweilig, seit die Wächter in unsere Residenz Kameras installiert haben. Sollen die Sicherheitskameras zerstören? Ist ja sonst nichts zu tun. Oh, wo ist die letzte?
Jetzt müssen wir uns die aber noch anhören. Scheiße, wo war denn jetzt nochmal der? Oh, wo war der nochmal? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Sucht alte Gerätschaften. Sagen die uns jetzt alle dasselbe? Bei dem Klamottengeschäft war der. Ha. Das war jetzt lauter, als ich dachte. Stockwerk 3, Zimmer 5. Okay, wir haben gespeichert. Wir müssen Schluss machen.